Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German Let's Play. Hallo. Meine Damen und Herren, vergesst nicht beide Kanäle zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen von ARK mehr zu verpassen. Aktiviert die Geilo-Glocke und Manuel, was hast du denn da für eine krasse Waffe? Weiß nicht, was du meinst. Wow, Leute, es hat sich einiges getan. Unter anderem haben wir jetzt einen Fabrikator und die Kosten für Materialien sind wirklich ziemlich in die Höhe geschossen. Metall ist elementar, meine Damen und Herren. Das große Problem ist allerdings, wir haben das ein oder andere Mal auf YouTube uns rumgetrieben und haben geguckt, wie man denn am besten Metall farmt. Und dazu braucht man halt diesen blöden Sattel von diesem einen Vieh, von so einem Quetzel, damit man darauf eine Basis baut und dann mit den Ankyo, tut mir leid, falls ich das falsch sage, irgendwie so heißen die, auf jeden Fall Quetzel. Ich glaube, Level 97 brauchen wir ernsthaft. Ja, aber das habe ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Aber wir werden zumindest jetzt eine Sache machen, die elementar wichtig ist. Und zwar, Leute, ihr habt es lange gefordert, wir werden am heutigen Tag fliegen lernen, damit wir zukünftig zu den Ankyos hinreisen können, ohne irgendwie komplett weggerackt zu werden. Denn mit denen kann man ja übertrieben gut Metall farmen. Also wir werden mal gucken, ob wir das alles so hinbekommen, wie wir uns das vorstellen. Jetzt gehen wir... Wir werden trotzdem weggerackt. Nein! Ich? Okay, dann... Ach, Quatsch! So, ich pack mal hier die Shotgun weg und... Wieso ist denn hier das Feuer aus? Ich hab's ausgemacht. Wie, warum denn? Da muss doch das Fleisch drin brennen. Oh, und du hast das ganze Fleisch geklaut. Ja. Gib mir. Ich kann das nicht geben, ne? Ich bin... Was denn? Ich hab Hunger. Ja, dann warten wir kurz. Ich mach dir in der Zeit was Schönes, ja? Ich mach dir eine Knifte. Ich will keine Knifte, ich will Fleisch. Eine Fleischknifte. Oh, hier ist ja nicht mal Fleisch drin. Warte mal, ich pack das mal rüber. So. Schön was in den Ofen packen für kleinen Aslak. Oh. Aber pass auf jetzt. Ja. Wenn das fertig ist, du wirst einfach... Was? Ach, du bist gar nicht... Ich bin nicht da. Ach, da bist du. Ich dachte schon, Papa war wieder weg. Nein. Okay, ja, das gute Fleisch jetzt muss erstmal reichen. Ja, aber ich will dir doch noch was geben. Was denn? Das ist richtig aufregend, das Vater. Ach, Mann. Was denn? Was denn? So, und zwar mache ich den jetzt wieder an. Hörst du mich noch? Ja, es ist ziemlich laut. Ja, er craftet. Guck rein, siehst du das? Oh. Oh. Warte. Nee, ich sehe nichts. Ich sehe hier nur Benzin. Oh, du hast es auch abgebrochen. Du hast... Was denn? Als ob. Du hast es abgebrochen und dadurch sind die Materialien weggegangen. Was? Ja, aber dafür kann ich doch nichts. Du hast mir gesagt, ich soll reingucken. Oh. Als ob die das so designt hätten. Jetzt sind 200 Metallbarren weg. Ja, aber die farmen wir heute doch easy. Go. Ja, es ist nicht krass schlimm, aber wie dumm ist denn das bitte eingestellt? Das macht wirklich wenig Sinn, dass wenn man es ausschaltet... Hä? Ist das echt weg? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich sehe davor, ich sehe nur noch 36 Metall. Ja, ist auch egal. Jetzt komm jetzt. Das kriegen wir in den nächsten Tagen locker easy wieder rein. Vertrau mir. Ach, Klumpi hat hier schon wieder hingeschissen. Lass ihn doch. Ich find's auch nicht schlimm. Ach so. So, wir gehen jetzt auf die Suche nach Flugsauriern. Ja, ich komm mit. Warte, du willst alleine los? Ja, klar. Ohne Freunde? Ja, die behindern uns nur. Das stimmt, wir sind ja echt krass. Eben. Guck mal, der sieht ja lustig aus. Das ist eine Schildkröte, die hast du schon tausendmal gesehen. Oh nein, sie greift mich an. Ohne Grund. Oh, da hinten, nee, da hinten fliegt noch was. Oh, was ist das hier vorne? Hallo, dann, ich sterbe. Nein, Mann. Oh, wie langsam ist die denn bitte? Und wie viel hält die aus? Oh nein. Was will das Vieh jetzt? Verpiss dich. Okay, das ist der krasseste Tank, den ich je gesehen habe. Tot. Ist ja auch eine Schildkröte. Das stimmt. Ha, hier ist ein Affe. Warte. Ja. Den tame ich. Was brauchte man nochmal für den Affen? Ich weiß es nicht, aber irgendwas wird er schon essen. Nimm meine Beeren, kleine Affe. Bestimmt Mejo-Berries. So, komm her, kleine Affe. Ja. Ja, Mejo-Beere. Ja, er isst. Wie hieß nochmal der erste? Affen-Brudi? Der hieß Brudi, ne? Ja. Brudi. Ja, da hinten ist noch ein zweiter. Warte, ich renne einmal zu dem anderen. Komm hier. Oh, hier ist ein roter... Hallo. Alter, hast du den auch gesehen? Wen? Den roten Metallraptor? Nee. Der sieht ein bisschen gefährlich aus. Ja, der ist auch gefährlich. Wo ist der Affe hin? Ich hol ihn her. Nein, bloß nicht. Ah, da ist der andere Affe. Komm her, kleine Affe. Zack. Au, was willst du denn? Oh Gott. Oh nein. Ich seh dich umrufen. Oh, der Raptor folgt mir. Hilfe. Ich bin bewusstlos. Wieso folgt dir denn jetzt der Raptor? Ich bin auch tot.
Nein! Ach, ich liege. Und der Affe steht daneben. Ich sehe den Affen direkt einen Meter neben mir. Kannst du mich noch retten? Ich bin tot. Okay, Leute, da sind wir wieder. Es war eine dumme Idee, ohne Bodyguards durch die Länder zu streifen. Das war leichtsinnig. Guck mal, was der kann. Der hat einen Trick. Der haut ihn einfach weg. Einfach reintreten. Und gewinnen. Einfach reintreten. Und die Leute haben auch geschrieben, dass eigentlich Raptoren total krass sind und ja auch einen Triceratops fertig machen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt einen hochgezüchteten, aber Raptoren... Ja, Edgar sind, nicht. Ja, nee. Edgar ist ja auch Maschine. Da hinten fliegt was. Ich glaube, es ist... Nee, es ist... Oh, ich will's essen. Es ist klein. Ist es nicht ein Iguanodon, Schlodon da rechts? Ja, Iggy ist da. Hier wollen wir den nicht kurz holen? Aber der bricht uns doch wieder das Herz. Alles, aber ich gebe ihm eine Chance. Okay. Komm her, Iggy. Na, komm mal hier. Ja, wir können ja beide platt machen. Oh, hier vorne. Ja, lass mal kurz den einen wegmachen. Oh ja, ich sehe es. Ich sehe es. Warte. Papi kommt. 3, 2, 1. Let's go! Zack! Ja. Was willst du, hä? Was jetzt? Jetzt machst du nix. Oh, ich habe 37 Stroh verdient. Ich werde dafür, dass du die ganze Art ausrotten. Ja. Oh, ich hab Berries bekommen. Das hat sich gelohnt. Nice, ich hatte Stroh. Ja, was machst du jetzt? Ja! Oh, ich hab ein Level. Nee, mein Dino hat ein Level. Da hinten fliegt einer. Wir müssen ihn wahrscheinlich mit einer Bola runterholen. Ja, klar. Und dann stürzt er. Ich habe einen Freundschaftsvorschlag bei Facebook. Von mir? Nee, von irgendeinem anderen. Muss er gelandet sein für die Bola? Oh, nee, warte, er landet. Ja. Ich glaube, das ist aber auch sogar ein großer. Oh ja, okay. Der sieht echt cool aus. Bola? Hab ihn. Ja, sehr gut. Der wollte gerade wegfliegen. Oh, und jetzt in seinen dummen Hals. Okay. Er liegt schon. Oh, lol. What? Okay. Geil. Dass Edgar und Co. nicht angreifen. Ach, und jetzt regnet das. Ja, pack so. Was rein. Ja, ich pack Narcoberry. Die brauchen vielleicht Mejo. Magst du Mejo? Ja, oder der braucht bestimmt Fisch. Ups, also ich kann gerne nachgucken. Ich könnte mir vorstellen. Wie heißt der Billy denn? Das ist ein Tapejara. Ich könnte sonst, ich guck schon mal, dass ich umsattel. Ja, warte, ich sag mal nach. Tapejara, ne? Ja, Tapejara. Komm her, Edgar Junior. Tapejara, da. Er mag, ja, Raw Matten. Was ist Raw Matten? Kennst du die Muttern? Nee, kenn ich nicht. Ich auch nicht. So, ich hab mal ein bisschen den Regen runtergemacht. War ein bisschen laut hier. Raw Matten? Guck mal nach, was das ist. Ah, rohes Hammelfleisch. Wie kriegen wir denn Hammelfleisch? Von getöteten Ovis. Schaf. Was? Alter, was? Guck mal, wo Ovis sich aufhalten. Ey, das ist doch ein Witz. Da ist ein Schwein. Da sind zwei Schweine. Oh, und die haben direkt geschissen. Ja, also ich sehe gerade Bilder von denen. Die laufen einfach irgendwo rum. Ich guck gerade mal, ob wir denen auch normalerweise gibt es immer eine Karte. Warte mal. Ich guck auch mal. Ovis Ark. Nee, die sind nur im Schneebiom. Also die sind ganz, ganz rar bei uns in der Nähe. Ah, Raw Primate ist eine Alternative eventuell. Das kriegt man von großen Dinos. Ja, okay. Das hatten wir doch auch schon. Ist das nicht dieses edle Fleisch? Ja, genau. Ja, dann lass doch den fettigen Haring zähmen. Hat er denn genug Narcoberries in sich? Ja, ein bisschen hat er. 4 Stück hatte er in sich drin. Also gar nichts, okay. Ja, ich würde sagen, einfach mal hier wieder zurück, ne? Falls es der Rückweg ist. Ja, genau. Ah, du willst so ein Bronto wegmachen? Ja, genau. Oh, oder vielleicht auch er hier? Warte mal. Oh ja, mach den mal weg. Hohes Filet. Oh, das yes. Das müsste es sein. Okay, ist die Frage, der braucht wahrscheinlich mehr als einen, oder? Ja, ich hab nicht nur einen. Ach so, okay, geil. Ich guck mal, vielleicht kriegt man von dem noch was. Reite mal zu dem anderen wieder hin. Okay, ich helf dir nur ganz kurz mit reinschlagen. Okay. Oh ja, das soll ich auch. Ne, Moment, du machst so viel Damage, ne? Ja, der macht 20 Schaden. Aber warum ist mein Bildschirm blutig? Nee, weil der bewirft einen mit Schlamm. Ah. Deswegen, das war kein Blut, das war Schlamm. Genau. Ja, wie viel hält der aus? Ja, er liegt schon fast. Der blutet nur leicht. Oh. Nee, da liegt er. Ja, dann hack ihn mal weg. Okay, mit der Spitzhacke? Ja, da kriegst du am meisten Flusch. Ja, mal gucken. Nee, einfach nur ganz viel. Doch, ein rohes Filet habe ich auch bekommen. Ja. Okay, geil. Wo bist du denn, du haariger Willi? Wo ist der denn? Der muss irgendwo rechts gewesen sein. Ja, bei mir. Alles gut. Ich guck mal ganz kurz, ob vielleicht noch ein zweiter da ist. Ich hatte echt nur zwei. Lol, er gehört ja, uns. Ja, jawohl. Okay, dann guck mal. Oder ich mach mal V. Level 55 braucht man dafür. Ja, das haben wir doch. Ja, ich noch nicht. Was willst du? Ah, Tapeja-Sattel, da ich sehe. Ja, genau. Fasern, Holz, Leder, Metallbarren. Ja, ich glaube, wir haben nicht so viele Metallbarren. Dabei. Warte mal. Ja. Ja, also dabei haben wir eh nicht, ja, das ist klar, aber
wie viel Metallbarren. Wir müssen so oder so nach Hause. Ja, 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 aber lass uns doch, wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt zusammenfliegen. Oder glaubst du, dass wir beide drauf passen auf so einen Sattel? Glaubst du, der kann zwei Leute tragen? Wie sieht das, also groß genug ist er, glaube ich. Ach so, ja, warte mal, ich guck mal. Nee, du hast vorne so eine Schnalle und hinten. Er bietet drei Sitzplätze, doch. Bring ja, perfekt. Freunde mit. Endlich, lass nach Hause. Okay. Wo ist zu Hause, ihr? Ja, einfach geradeaus. Vor mir ist es gerade mal Level 5. Das ist ein richtiges Opfer. Hey. Das nennt sie ein fliegender Harald. Ist doch schön, oder? Ja, ist der beste Name, den ich je gehört habe. Wir sollten eigentlich echt den Iguanodon oder Schnodon mitnehmen. Denk doch an die guten Zeiten. Hä, du also hast die gehasst? Nee, ich hab nur deinen gehasst. Wieso? Was hattest du denn gegen Iggy? Keine Ahnung. Das war gar nicht Kalle. Nein. Kalle war ein anderer, ne? Kalle war mein Raptor. Ja, das ist alles dasselbe. Ja, dann holen wir jetzt. Könnt ihr helfen? Er rennt weg, er ist so schnell. Oh Gott, er greift mich gerade an. Ah, jetzt rennt er weg. Meiner liegt. Er ist aber auch nur Level 7. Ja, er liegt. Sehr gut. Ich hab's auch geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Danke, Papa. Ja, wie der Sohnemann. So, ja, Mejo Beris mag er sehr, sehr gern. Aber, hä? Also, den Plot-Twist habe ich jetzt gar nicht begriffen. Wieso? Dass du da auch einen gefunden hast. Ach so, ja, ja. Da wird nur ein. Nee, hier ist auch einer. Das ist ja wunderschön. Ja, Iggy ist coming back mit Level 7. Wird immer schlechter. Ich habe sogar einen Sattel für die, sehe ich gerade, mich dabei. Jawohl, Iggy Nummer 2. Boah, überleg mal, ich hätte das bei Klumpi gemacht. Junge. Klumpi Nummer 40. So, okay. Wie schaut's bei deinem aus? Der hat 96. Okay, sehr geil. Nee, Galomatico sogar. Ich hasse es, wie einfach plötzlich überall diese Schweineviecher da sind. Ja, ja, es triggert mich auch. Oh, er hat einen Sattel. Ja. Oh, geil. Oh, jetzt bin ich weg, ihr Loser. Ab nach Hause, meine Kinder. Wie du angibst. Wie heißt deiner? Klumpi. Ja, ich brauche einen Klumpi, der auch was macht und nicht einfach nur rumscheißt. Ja, also, aber Klumpi passt tausendmal besser. Wir haben ja gelernt, dass Klumpi einfach immer stirbt. Das ist einfach das Einzige, was passen muss. Das ist seine Aufgabe. Ja, ein bisschen, also kannst gleich mal sagen, wie viel Metall uns fehlt. 4, glaube ich. Ach so, ja, okay, das ist ja nichts. Bestimmt ist sowieso noch in irgendeiner Kiste was. Kann sein, ja. Weil ich habe, glaube ich, vorhin auch noch was weggepackt. Ich repariere erstmal unsere Rüstung. Was meinst du mit unserer? Gib mir deine Rüstung, ich repariere die. Okay. Fasern, Holz, Leder. Holz. Wollen wir Holz? Holz hätten wir zum Beispiel hier in den Öfen drin. Ja. Dann hätten wir auch noch Holz. Oh, ich hab was für dich. Was hier denn? Das da. Oi. Okay, Holz hast du da reingesteckt? 48, ja, das reicht nicht. Boah, schon ein bisschen mehr Holz. Ich guck mal. Ja, geht ja easy. Ich hol hier. Ja, 120 insgesamt. Metallbarren, ja, eigentlich nur Metallbarren. Ja, ich habe genügend hier, die Stars. Wir haben aber nicht genug Metall. Das ist auch kein Problem. Das ist nicht. Hier ist erstmal Holz. Hä? Edgar Junior, was machst du hier hinten, Junge? Ich bin freudig. Ja, der passt hier nicht durch. Ja, uns fehlt noch so ein bisschen. Ja, ich hol. Und zwar 3 oder 4. Also so 10 Erze, glaube ich. 10 Erze? Ja. Also 10 im Sinne von wirklich das Ruhe. Ja, ja, ja. Oh, ich sehe noch 10 Erze. Irgendwer hat die hier reingepackt. Ja, was vermutlich ich. Ja, ich habe 20. Ja, was machst du da? Was soll das? Ich mach nix. So, du kommst mit. Ja, 2 Barren fehlen noch. Mit dir? Hatten wir echt so ein Glück? Ja. Ja, cool. Dann haben wir eine Klumpi-Maschine. Ein Klumpi tot, direkt der neue da. Aktiviere Wandern. Aktiviere Wandern. Okay, wir haben genug. Okay, geil. Und ich crafte es. Ja! Gib's mir. Ja, warte. Ich muss werkeln. Jawohl, der Sattel. Oh, ich hoffe mal, dass der auf jeden Fall uns beide tragen kann. Ja, mach mal lieber auf Gewicht, ne? Gewicht, ja klar, genau. Bin dabei. Okay, ich werde mal ganz kurz hier ein paar Sachen weglegen. Weil ich bin irgendwie schon extrem schwer. Dann und? Satteln wir auf. Oh Gott! Spring rauf! Oh, da sitzt! Ja! Und jetzt? Kannst du lenken? Warte! Oh. Ist der irgendwie zu schwer? Oh ja, ja, er ist auf jeden Fall. Ja, oh Gott, man ist oh wesentlich Gott, schneller. Oh Gott, ich bin runtergeflogen. Okay, du musst nochmal ein bisschen abnehmen. Wie viel hast du denn?
Ah, ich habe einiges, ja. Also ich bin bei 101. Bei 101? Ich bin bei 177. Okay, vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen was ablegen. Ja. Ach so, ich weiß, warum ich so viel wiege. Ich habe 3 verschiedene Sättel dabei. Ich habe eigentlich nichts. Pack die mal weg. Ich habe ja die Schrotflinte kann ich wegpacken. Ach so, oh. Ich mache noch mal Kaki. um Gewicht zu reduzieren. Okay, so Harald. Ich pack erstmal nichts weg. Wir können ja gucken. Komm, spring rauf. Ja, ich bin da. Oh, yes. Es geht. Oh, wir können fliegen. Kein Vieh da unten kann uns irgendwas. Hey, kommt doch her. Ja, traut euch. Ich schieße die jetzt alle an. rein theoretisch? Hä? Die können ja nichts machen. Nee. Außer die spucken irgendwas hoch. Was? Kannst du eine Waffe ziehen? Ja, ich habe eine Waffe in der Hand. Ach, krass. Ja, ich könnte die annehmen. Warte, ich teste es mal bei dem da. Bleib mal stehen. Okay, ja. Ja, ja, ich treffe ihn. Krass. Er rennt weg. Er kann echt nichts machen. Er kann irgendwas auch noch mit der rechten Taste. Oh Gott. Er kommt. Ich kann... Er startet nicht. Oh, ach so, oh. Weil er hat Dingens. Geh mal... Nee, Manuel, hinter uns sind irgendwelche Viecher. Ja, ich kann nicht hinter mir zielen. Das geht ja, nicht. Steig ab. Okay. Ah ja, kleine Mini-Raptoren. Hä, hat der Angst? Perfekt. Jetzt sind sie tot. Als ob der Angst hat. Wer, der Flieger? Nein. Aber er verliert, glaube ich, schon aus. Ja, es geht aber. Ja, wenn die leer ist, könnten wir runterfallen, ne? Ja. Dann würde ich hier aufpassen. Ja, Ast rein, Manuel. Dann können wir direkt in der nächsten Folge losfliegen, um uns diese Metallviecher zu holen, mit denen wir ordentlich Metall farmen können. Ja! So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm, übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.